Rimbas Abenteuer. Text: Susanne Jennig und Julia Sisewski. Illustrationen: Felix Scholz. Rimba ist ein neugieriger kleiner Orang-Utan-Junge und lebt mit seiner Mama im Regenwald. Dort gibt es viel Spannendes zu entdecken. Eines Morgens, seine Mama schläft noch, hat Rimba großen Hunger. Ganz leise schleicht er sich davon, um etwas zum Frühstück zu suchen. Roch es da hinten nicht nach Mango? Stimmt. Rimba findet einen Mangobaum und futtert genüsslich schmatzend eine der süßen Früchte. Da flattert ein wunderschöner blauer Schmetterling an ihm vorüber. Begeistert folgt ihm Rimba. Dabei entfernt er sich immer weiter von seiner Mama. Rimba hört laute Geräusche und hangelt neugierig weiter. Doch plötzlich endet der Regenwald und vor ihm liegt eine weite Fläche mit abgebrannten Baumstümpfen. Es riecht nach Rauch und der Lärm von Baggern und Sägen ist unerträglich. Oh weh! Als Rimba Menschen sieht, hastet er verschreckt weiter. Er versucht, die weite Ebene zu durchqueren, denn hier kann er sich nirgendwo verstecken. Rimba hat Hunger und große Angst. Er möchte unbedingt zurück zu seiner Mama. Doch er hat sich verirrt. Rimba läuft weiter und kommt zu einer Palmölplantage. Hier ist es ganz anders als zu Hause. Die Bäume stehen in Reihen nebeneinander und alle sehen gleich aus. Es gibt hier keine Orang-Utans und auch kein Futter für Rimba. Erschöpft sucht der Kleine immer weiter nach einem Ausweg. Er fühlt sich so einsam und hilflos. Wäre er doch bei seiner Mama geblieben. Als Rimba kaum noch laufen kann, steht vor ihm plötzlich ein Mensch und schaut ihn freundlich an. Die Frau nimmt Rimba auf den Arm und bringt ihn in eine Auffangstation. Alle kümmern sich hier um ihn. Es gibt viel zu essen und sogar andere Orang-Utans. Rimba ist gerettet. So viele Orang-Utans hat Rimba noch nie gesehen. Mit seiner Mama war er meistens alleine. Langsam kommt er wieder zu Kräften. Das Spielen und Klettern mit den anderen Affenkindern macht ihm riesen Spaß. Eines Tages bringen die Menschen Rimba in den Wald. Er ist jetzt stark genug, um alleine zurechtzukommen und seine Mama zu suchen. Rimba streift glücklich durch den Regenwald, lauscht dem Gesang der Vögel und genießt die saubere Luft. Irgendwie kommen diese Bäume ihm bekannt vor. Plötzlich riecht er etwas Vertrautes. Da streckt ihm jemand eine große Hand entgegen. Rimba hat seine Mama gefunden. Ganz fest schmiegt er sich in ihre Arme. Und auch Rimbas Mama ist überglücklich, ihren kleinen Abenteurer wiederzuhaben. Endlich ist Rimba wieder bei seiner Mama. Müde, aber glücklich, kuschelt er sich abends im Schlafnest in ihr warmes, weiches Fell. Er lauscht dem sanften Klopfen ihres Herzens und schläft beruhigt ein. Für kleine Regenwaldretter. Möchtest du wissen, wie du Rimba und sein Zuhause schützen kannst? Dann besuche unsere Website Orang-Utan-Kids www.orang-utans-in-not.org. Dort zeigen wir dir, was du für den Schutz der Regenwälder und seiner Bewohner tun kannst. Außerdem findest du dort alles Wichtige zu den Themen Palmöl, Regenwald und Orang-Utans. Und natürlich gibt es tolle Spiele, Bastelideen, Rezepte und vieles mehr zu entdecken. Komm vorbei!
Idee: Kerstin Hollmann und Franziska Tansinne. Layout: Markus Menke. Einband: Felix Scholz. Gelesen von Sonja Isener.